Also, ich habe gesehen jetzt einmal ganz eine kleine EU-Fahne, so klein und wieder so groß die Staatsflagge Österreich. Und dann wieder umgekehrt, alle 5 Minuten anders. Und dann wieder EU-Flagge mit SPÖ und dann mit KPÖ und dann mit PZ und was weiß ich und dann mit ÖVP. Immer einmal so und dann ist so. Und inzwischen ist niemand damit bereit gewesen, einmal, dass die Stiefmütterlichen nicht durchbrechen und die Kreuzenbrummel aus dem Friedhofswand und die Milch zusammenzuschütten und dann mal ein bisschen Mörteln aufzustreichen, weil sonst geht alles ein, verstehst du? Das bricht alles heraus und die Friedhofswände mit den Leichen kommen dann samt der Gruft fliegen sie in die Stadtmauern. So schaut es aus, verstehst du? Weil der Friedhof will normal verwaltet werden. Früher hat man die große Gunst, das Privileg der Gönnerschaft gehabt, dass der Friedhof einen Friedhofsverwalter hat. Das ist. Aber heutzutage telefonieren die Damen den ganzen Tag in den teuersten Autos und arbeiten 40 Jahre nichts. Und jeder verbrieft irgendein Magister da. Verstehst? Und dann arbeiten, das fällt nicht einmal einer Österreicherin ein, verstehst? Da würde sie sich gehandicapt vorkommen. Aber wenn ich ehrenamtlich den ganzen Tag die Sterbefälle, die Krebsfälle, die Dings besuche, bin ich sogar ehrenamtlich bereit, die Werbung für andere wieder zu reparieren. Wenn alles durchlöchert ist und überall Alkoholflaschen und Tablettenschachtel. Und die Damen tun nichts, die sitzt drin und stundenlang kein Käppel. Verstehst du? Das ist ja wurscht. Obwohl es eigentlich ihr Geschäft wäre. Dann sage ich ja, Dame, wenn Sie Handelsketten haben, 30.000 und alles so vernachlässigen und die eigene Werbetafel zerroten lassen, zerschinden und stundenlang im Jaguar diskutieren, verstehst? Und das ganze Geld und die Kinder der anderen vertilgen und dann nichts tun, verstehst? Und dann lasst sie alles so und ewig weiter schinden, verstehst? Und da fragt man die Damen, ja, ist das gerechtfertigt, so viele Kinder zu vertilgen und dauernd ins Handy rein zu pfeifen und die eigenen Werbetafeln runterputzen und nichts mehr zu tun, weder Leben noch Kollegialität, noch Partnerschaft, noch sonst was, verstehst? Und da kann ich nicht sagen, das ist die Bestform, verstehst du, die Blüten, das ist ja ein Ghetto-Stall.